Skateboard. Yes. Das ist das Skateboard von meinem dreijährigen Sohn. Ich zeige euch alle Parts. Let's go. Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? What's up, Skateboarder? Und das allererste natürlich, was ich euch sagen kann, ist mir die große Frage, ab wann kann man eigentlich skaten? Kein Alter ist zu früh. Trevor, du standest schon mit 2 Jahren eigentlich auf dem Skateboard. Also kann man sagen, mit 2 hast du sozusagen angefangen, aber erst mit 3 hat er wirklich angefangen rumzurollen und hatte Bock zu skaten. Haben wir schon natürlich einige Videos mit gefilmt. Also checkt diese Videos ab, die sind natürlich verlinkt. Wir haben sogar den ersten Olli auch geschafft. Und natürlich wollte ich euch auch dann das Board präsentieren, womit er skatet. Was natürlich ich euch als allererstes auf den Weg geben will, ist, dass ihr natürlich wollt, dass euer Kind safe skatet und nicht irgendeinen Schrott hat. Deswegen natürlich bei uns ist das auch klar, dass das Profizeug ist. Das heißt Achsen, Rollen, Kugellager. Das Board ist natürlich wie ein Pro-Board, nur das ist einfach alles super klein und super Miniatur. Qualitativ 1:1 ein Pro-Board, was natürlich perfekt ist für den Start. Natürlich weiß ich, dass es im Internet Boards gibt für 30, 40 Euro, Komplettboards für Kids und so. Ihr wollt auf jeden Fall nicht diese Billigteile kaufen, denn diese Kidsboards, da sind die Achsen, alles ist da super schlecht. Die Achsen werden schief fahren und das Kiddie von euch wird auf jeden Fall sich öfter hinlegen. Auch Kugellager zum Beispiel von solchen schlechteren Boards rollen natürlich nicht, wie sie sollten. Wir haben natürlich richtige Kugellager, richtigen Pro-Stuff, wo du einmal anpushen, erstmal lange fahren kannst. Deswegen checkt das ab. Holt euch niemals irgendwas Billiges, dann habt ihr einfach keinen Spaß. Das ist all the skateboarding about. Spaß. Wir haben Kids Setup einfach bei uns im Shop. Das heißt, ihr werdet bei den Komplettboards einfach dort eine Rubrik finden, wo natürlich auch Kids Boards am Start sind, wo das Ganze natürlich viel angepasster ist für ein Kiddie. Das heißt wirklich, wie gesagt, ab 3 Jahren geht schon los. Er hat damit Olli geschafft, somit auch den Beweis gezeigt, dass es funktioniert. Und natürlich heißt es für euch ab 3 bis, egal wie alt dann natürlich, dann ab 12, 13 natürlich, je nach Körpergröße und Schuhgröße, kann man schon natürlich dann normale Boards fahren, dann die 7,5, 7,7 und so weiter. Hier ist das ein 7,25 Inch, natürlich mit den kleineren Achsen dazu, die passen, natürlich mit den Stay OG Wheels, Stay OG Kugellager, natürlich das OG Skate Shop Grip Tape ist natürlich Bubble Free und am Start, natürlich Stay OG Schrauben mit 2 goldenen vorne, also das ganze Ding natürlich auch so in verschiedenen. Wir haben natürlich noch nicht nur das Design, natürlich, wir haben verschiedene Designs. Da könnt ihr einfach mal durchstöbern, abchecken im ganzen Shop. Ihr könnt natürlich auch hier und da eine Nachricht schreiben. Einfach DM, falls ihr Fragen habt, natürlich an den OG Skate Shop oder direkt persönlich an mich, OG_Path. Dann bin ich natürlich gerne behilflich und zeige euch oder erkläre euch noch ein bisschen, was Sache ist. Das Wichtigste natürlich ist, was im Setup gehört, ist ein Helm und natürlich volle Montur, die ihr braucht natürlich, damit der Kleine auch sicher ist. Also checkt das natürlich ab. Haben wir auch alles online, gibt es bei den Setups auch mit direkt dabei. Ne? Safety first, ist ja klar. Kann ich. Kannst du? Let's go. Abmachen. Ja, weiter, weiter, weiter abmachen. Yes. Weiter abmachen, weiter abmachen. Das klebt. Ja, Trevor, genau, das klebt, richtig. Jetzt kommt diese Kleber. Das können wir wegschmeißen. Das kommt da hinten in den Shop, in den Müll. So, und jetzt kleben wir das hier. Das ist mal. Ja, du darfst es kleben. Richtig. Kleb mal. Hier, passt das? Nein, aber das ist eine große Platte. Da kann man fast nicht mehr skaten. Das hast du? Oben passt? Nose? Hier? Ja, die Rolle. Und dann kannst du so ein bisschen rumfahren, dass wir alle Bubbles wegkriegen, falls da welche sind. Es ist eigentlich sowieso, Grip Tape ist Anti-Bubble Grip Tape natürlich. Deswegen macht man sich sowieso keine Sorgen. Aber Trevor spielt bestimmt gerne hier ein bisschen rum. Ja, 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 super, yes! Genau, 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 genau! So schön sieht das dann aus. Das ist fertig bauen. Richtig. Nicht einfach so ein Messer nehmen. Richtig. Und einfach kaputt machen. Genau, nicht einfach Messer nehmen und kaputt machen, sondern schön das Ganze natürlich erstmal einkreisen. Genau, da kannst du mir helfen, das abzumachen. Yes, wir haben's. Ja. Guckt euch das an. Sieht es gut aus? Ja. Der Geheimtipp ist natürlich jetzt nicht einfach, man sieht ja die Schrauben nicht, deswegen der Tipp ist natürlich jetzt hier hinten mit dem Imbus hier durchkommen und jetzt auch ganz wichtig, nicht so jetzt raushauen, dann macht euch das Grip-Tape kaputt, so ein bisschen mit den Fingern hier so fühlen und dann erst reinstechen, dann ist das Loch viel, viel schöner und dann macht ihr euch das Grip-Tape nicht kaputt. Schrauben, die goldenen da vorne, wo möchtest du die selber haben? Oder die goldenen da vorne? Die goldenen. Goldenen da vorne, ne? Ja natürlich. Kannst du mal sehen. 2 Schrauben noch und dann haben wir die Schrauben drin, danach kommen die Achsen rein. Genau, hier ist die letzte, die Schrauben sind natürlich jetzt drin und jetzt kommen die Achsen. So, Achsen. Boom. Komm
rastende Achsen. So auf jeden Fall nicht machen, das ist falsch rum. Die müssen andersrum sein. Andersrum, okay. Genau. So rum, so wie Papa gemacht hat, auf die Seite, so muss es auch hier auf diese Seite sein. Jawohl, perfekt, da sind die drin. So, jetzt machen wir alles fest. Die Schrauben müssen rein. Trevor, ich brauche alle Schrauben, alle Muttern. Und dann machen wir die Muttern fest zu. Let's go. Adana hier, die goldene ist hier, hier vorne. Trevor ist schon richtig aufgeregt, fragt die ganze Zeit hier, wann bist du fertig? Bin ich fertig? Eine noch, dann bin ich fertig. Das letzte Ding, das ist die letzte Schraube, jetzt ist zu. Alles fertig. Guckt mal, wie schön sieht's aus. Sag mal. Ha? Neues Skateboard für Trevor? Das ist ein neues Setup. Let's go. Direkt die Rampe fahren? Und? Gut. Gutes Skateboard? Ja. Super? Ja. Ah, das sieht gut aus. Jetzt und ja. Yes. OG Distribution, das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer, ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist, wir sind am Start. Meldet euch bei uns, wir bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an, da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen, werdet natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. No Scribe, Drehflip, 50-50, Digga, rede nicht. Sag mir, wer ist dein Dealer? Ey, sag mir, wer ist dein Dealer? Yeah. Ich häng mit OG dem Pop.